Das ist echt nicht gut. Festhalten! Ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann. Scheiße. Halte Kurs auf die Insel. Ich halte sie auf. Nathan?
Nathan. Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Ich sehe dich. Und hoch und rüber. Oh. Ziemlich rutschig. Falscher Weg. Okay, still und leise. Oh. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine.
Ich muss zu dem Fenster. Na los. Bewegung, Schwester. Nathan, komm mit, junger Mann. Ich muss zu dem Fenster. Na los. Bewegung, Schwester. Schwester Catherine? Mist. Ah, Schwester Catherine, ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir aufmachen? Ich komme, Vater.